recht. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie ein Halo bauen können? Wir lassen ihnen keine Gelegenheit dazu. Halo bauen? Okay. Feuern auf mich! Unsere Basis wird angegriffen. Was ist das Ziel erledigt? Komm! Look out! Da ist die Steuereinheit, Jerome. Zerstören Sie sie und die Verbannten können das Portalnetzwerk nicht mehr nutzen. Ihr habt es aber gehört. Feuert auf die Steuereinheit. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ich werde angegriffen! Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Weiter so, das war's fast! Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ja! Alle Portalsignaturen der Verbannten verschwinden. Um nochmal auf die Twitch-Sache zurückzukommen. Wie gesagt, bei mir ist jetzt über Edge überhaupt keine Probleme mehr. Mir kommen die Tränen. Ich wollte einen zweiten Versuch gegen den Champion. Aber sein Prügelknabe muss genügen. Das könnte etwas draufwerden. Da haben wir wieder Decimus. Mit gleichen Mustern vorher auch. Ja. Was ich ein bisschen schade finde. Dito. Weil es war voriges Level wieder das gleiche. Einfach rauslaufen und dann wieder rein, ne? Genau. Mal sehen, vielleicht hat er im unteren Bereich noch ein bisschen was drauf. Spezies wird sich unterwerfen. Euer Schicksal ist nur noch die Speiseplatte auf meinem Tisch. Unterwegs. Anführerfähigkeit bereit. Wow. Okay, so viel zum Thema neue Fähigkeiten. Unsere Basis wird angegriffen. Ich werde angegriffen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Im Laufen. Wow, 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 wow. Alles klar. In Bewegung. Ja, das heißt, ich habe gar so viel dazu. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ganz einfach. Bestätigt. Rücke aus. Entlastet. Ja, der hat ein paar neue Fähigkeiten hinzugekriegt. Wenigstens etwas. Ist schon ziemlich. Versuche mit ihm zu fliehen. Scheiße. Lufteinheit, feuern auf mich! Abschluss meines Ziels bestätigt. Im Laufen. So. Und die Engies heilen erstmal hoch. Ja. Ja, dann muss ich jetzt erstmal eben. Woher soll man das wissen, ne? Ah, das war nicht sonderlich nett. Nee.
Aber so viel zum Thema neue, ne? Neue, ja, Fähigkeiten. Er kann dann damit rechnen, dass er gleich unfair wird. Und wenn man ihn auf seine Schwachstellen anspricht. Eieieiei. Ich weiß noch, was anderes haben, die Deck gehen los. Bei dir jetzt? Ja. Ja, ich denke mal, das haben die nicht umsonst gesagt, ne? Das habe ich auch nicht behauptet. Ja. Ich war nur gerade stolz auf meine Internetleitung. So. Unsere Basis wird angegriffen. So. Das glaube ich alle sein. Seid alle hinter mir. Fangt auf dem Weg. Also dann auf ein neues, wa? Ich versuch's. Das war aber wirklich gemein eben, ja. SMS ist erledigt. War's das? Sind wir fertig? Gut gemacht, Leute. Schon bald sind wir wieder auf Augenhöhe. Captain, Banshees nähern sich. Sir, Captain Cutter. Isabel. Die Verbandenflotte greift die Spirit of Fire an. Kehren Sie zum Schiff zurück. Mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Einen wunderschönen guten Abend, Sean. Moin, Sean. Ja, hier haben wir nur Silber erreicht, weil wir die ganzen Nebenmissionen natürlich nicht geschafft haben. Aber egal, Mission ist geschafft. Jetzt wissen wir ja, was uns erwartet. Zielzeit 30 Minuten. Wir haben eine Viertelstunde mehr gebraucht. Ja, wenn man mal so eine ganze Armee eben am Boss verliert, dann... Ja, das dauert. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn man seine erste Armee dann auch noch in die Todeszone schickt, aus Versehen, ne? Das ja. Stimmt. Das ist denn kein Wunder. Das hilft dann nicht ganz mit. So. Machen wir fortfahren und gucken es an.
was es jetzt für eine Mission gibt. Spirit of Fire an LS-130. Das Portalnetzwerk der Verbanden ist deaktiviert. Sind Sie auf Position? Isabel, Sie hatte ich nicht erwartet. Wo ist der Captain? Die Spirit of Fire wird gerade vom Verbandenträger beschossen. Darum bin ich Ihr Kontakt, während er sich darum kümmert. Sie haben die Verbanden ganz schön beeindruckt. Wir sehen massive Truppenbewegung auf Ihre Position zukommen. Können Sie durchhalten, während wir den Angriff abwehren? Keine Sorge, Isabel. Bin schon dran. Schön, mit dir zu arbeiten. Alice Ende. Verteidigen Sie die Portalsteuereinheit gegen die Verbanden. Errichten Sie die Verteidigung um den Brückenkopf, um Feinde abzufangen. Es klingt so nach... die Umgebung sieht ziemlich nice aus. Und das klingt so nach Verteidigen, halt nach Stützpunkt halten. Ja. Bin ich gespannt. Also die Mission machen wir auf jeden Fall noch, oder Cedric? Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Ich würde nur ganz gerne mal eben noch mein Pibi machen gehen. Ja, dann viel Spaß. Ich starte schon mal dann die neue Mission. Ja, und, ich komme dann gleich wieder. Und dann gucken wir mal, was die bietet. Leute, die Verbanden wollen unserem Spaß ein Ende bereiten. Der Captain ist da oben schwer beschäftigt. Also sind wir auf uns gestellt. Spartan, die Verbanden rücken vor. Schon dabei, Isabel. Leute, schlagt sie zurück. Alle Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. So, was haben wir denn hier Schönes? Cyclops. Bauen wir mal zwei Cyclops. Geschütz errichtet. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zu erstellen. Wo brauchen Sie mich? Nein, Sean, das wäre genau umgekehrt. Wenn du die PC-Version holst, dann müsstest du eigentlich die... Version für die Xbox dabei liegen haben. Ich weiß nicht, ob das bei der Xbox-Version auch so ist. Ich glaube nämlich nicht. Nein, wenn du die Xbox-Version holst, kannst du nicht die PC-Version haben. Gibt leider nicht, soweit ich weiß. Es geht nur PC-Version kaufen. Ja, kannst du natürlich holen, müsstest das aber dann nochmal kaufen. Richtig. Die Cyclops und die Scorpions einsatzbereit. Ohne sie können wir die Position nicht halten. Wir müssen Verteidigungsmaßnahmen errichten, um sie abzuwehren. An die Arbeit. Das kommt nicht mehr als nur ein Kratz. Okay. Verstanden. Die heilen meine. Cool. Wenn es schmerzt, dann bist du noch am Leben. Reparaturdrohnen unterwegs. Wir brauchen Geschütze. Baut ein paar und rüstet sie zu Fahrzeugabwehrgeschützen auf. Ei, Sir. Sie das Geschütz mit Fahrzeugabwehrwaffen aus. In Bewegung. Rücke aus. Vergesst mich hier nicht. Benötige Reparaturen. Fahre los! Geschütz aufgerüstet. Nee, ich glaube auch, wenn du die PC Retail hast, ist da ein Code für die Xbox bei. Sicher? Also die PC Retail. Digital ist ja immer klar mittlerweile. Alles, was Play Anywhere hat, ist ja digital immer dabei. Was haben Sie heute für mich? Gegner erledigt.
hat sich der Einsatz in Rücken gehalten. Gott, er wird von Bodentruppen angegriffen. Reparaturdrohnen unterwegs. Ich könnte wirklich einen Sand brauchen. Bereit, alles abzufackeln. Das gehört uns. Unsere Flammen einfach auspusten. Bodentruppen schießen nicht. Bin auf dem Weg. Anführerpunkt erhalten. Anführerpunkt. Was ist jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder, sagt er? Ja. Wo brauchen Sie uns? Wenn es schmerzt, dann bist du noch am Leben. Wir werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen. Kommen! Die Tanks sind voll, kann losgehen. Wie eine Rocke zu nichts! Im Laufschritt, marsch! Bereit, ein paar Rüstungen. Zeig doch, bist du unterwegs. Bereit, alles abzufackeln. Dann los! Könnte wirklich einen Sand brauchen. Feuer! Unsere Basis wird angegriffen. Unser Cyclops muss repariert werden. Sofort! Rücke aus. Mich juckt es schon in den Finger. Reparaturdrohnen unterwegs. Nicht so hängen lassen, Tanks sind voll, kann losgehen. Sofort kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln. Wo brauchen Sie uns? Rücken aus! Haltet die Locusts von der Basis. Was ist das denn für ein... Schickt ein paar Cyclopse los. Was ist jetzt schon wieder? Aufgewärmt und bereit. Hier kann angezählt werden. Sammelpunkt festgelegt. Reparaturdrohnen unterwegs. Wenn es schmerzt, dann. Die Dinger sagen mir auch nichts. Rücke aus. Kann jederzeit losgehen. Das Fahrzeug, um die ich mich kümmern soll, das ist hoffentlich mehr als nur ein Kraft. Bereit, ein paar Rüstungen zu brennen. Was ist jetzt schon wieder? Ja, ist spannend, das Teil hier, aber. Unser Verwalter links. Marines melden sich zum Dienst. Bereit, ein paar Rüstungen. Zeit für ein Kämpfchen. Was ist jetzt schon wieder? Airlock 130 bereit zum Einsatz. Ich zeige denen, was jeder alte Fuchs noch drauf hat. Das ist hoffentlich mehr als nur ein Kampf. Bord, kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln? Rücke aus! Rücke aus! In Bewegung. Rücke auf. Airlock 130 meldet sich. Bodentruppen beschießen nicht. Wenn es schmerzt, dann bist du noch am Leben. Ich wusste es, dass da jetzt was kommt. Ich irgendwie... Generator errichtet. Das war so eine Mission noch klar. Kümmern wir uns darum, Marines! Ich muss ja echt schon wieder sagen, ne? Wie abwechslungsreich alleine diese Karte schon wieder von der Umgebung ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Marines sind bereit! Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört.
Gegner erledigt. Raketenwerfer bereit zum Feuern. Rücke auf. Ziele gesichtet. Durchladen und entsichern, Marines. Reparaturdrohnen unterwegs. Verstanden. Unterwegs. Müsste selbst mal repariert werden. Verstanden. Begebe mich in Position. Generator-Upgrade abgeschlossen. Geschütz errichtet. Raketenwerfer bereit zum Feuern. Ja. Geschütz aufgerüstet. Irgendwas kommt da hinten bestimmt auch noch gleich, oder? Bereit, alles abzufackeln. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da gleich der erste Scarab auftaucht. Was, was? Dass da, weil wir haben jetzt so eine erste Scarab auftaucht, das könnte ich mir gut vorstellen. Scarab? Ja, diese großen Spinnendinger. Wie man auch im Intro gesehen hat. Ich habe wie gesagt das Intro schon mal geguckt bei mir im Kanal. Und da waren wir auch schon. Was haben Sie heute für mich? Generator-Upgrade abgeschlossen. Feindliche Fahrzeuge greifen mich an, kommen! Luftfahrzeugdepot errichtet. Geschütz errichtet. Im Eiltempo. Hören und sehen, was ihr hier wollt. Das ist schwierig hier. Steven hat eben gerade in die Gruppe mal ein paar Graphen geschickt zum Conan-Server, die solltest du dir gleich mal angucken. Was nach haben Sie heute für mich? Gefecht. Zeitklopfen in Bewegung. Oh. Feinde gesichtet. Die Bodentruppen kommen weiter über die Furt. Wir sollten ein paar Scorpions zu ihrer Begrüßung abstellen. Scorpions? Was waren denn Scorpions? Panzer! Oh. Dicke, dicke Panzer! Die schönen Panzer, die man auch schon in Halo 1 hatte, wo man die Marines draufsetzen lassen kann. Ah ja, 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 ja. In dem Schneegebiet. Da. Können wir nicht. Ich baue. Gegner erledigt! Du musst, glaube ich, die Basis auf Stufe 3 upgraden, dann kannst du das. Ja. Granatenwurf erforscht. Warthog bereit zum Loslegen. Die Tanks sind voll, kann losgehen. Rücken aus. Ich müsste selbst mal repariert werden. Generator errichtet. So, oh, jetzt geht's los da. Temperaturdrohnen unterwegs. Wo brauchen Sie uns? Ausrücken, Marines! Das wird eng. Dann los! Hauptquartier-Upgrade abgeschlossen. So. Waffenkammer errichtet.
Bodentruppen beschießen mich! Alter Schwede. Da kommen sie aber auch echt aus allen Ecken. Jo. Ich müsste selbst mal repariert werden. Jawohl. Was ist das? Das ist ein Kästchen. Ich müsste selbst mal repariert werden. Bereit, alles abzufackeln. Ausrücken. Ausbildung, Marines! Temperaturdrohnen unterwegs. Infanterie hat's erwischt! Cyclops ist unterwegs. Jawohl! Wollt ihr etwa deren Ziel Fahrzeug auf den Hals! Schweine! Dort kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln. Im Eiltempo. Mache mich bereit. Reparaturdrohnen unterwegs. Bereit, ein paar Rüstungen zu blenden. Dort kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln. Brücke aus. Systeme justiert. Fahre los. Was haben Sie heute für mich? Unterwegs. Bereit, ein paar Rüstungen zu setzen. Bord kann ich endlich diese Rüstungen. Was ist das für ein Raketenwerfer bereit zum Feuer? Bereit, ein paar Rüstungen zu setzen. Der Feind hat eine ganz schön schwierig. Man merkt, umso schneller ich werde, umso konzentrierter bin ich. Ist normal. Aber kann es sein, dass die Map sich noch relativ einfach verhält? Also sprich, doch. Rechts kommen nur Infanterie, Mitte kommen nur Flieger und oben kommen nur Fahrzeuge. Berechenbar, ja. Aber... Aufgewärmt und bereit. Abwarten. Zeit zum Loslegen! Kommt ihr nicht bereit, Kampf zu brechen und Fliegen zu gehen? Kann ich nicht diese Blechdosen verprügeln? Okay. Ich meine, da unten reicht ja jetzt allein schon der eine Panzer, der fällt sehr schon alle. Ja. Die Tanks sind voll, kann losgehen! Verstanden. Dann würde ich oben noch die Cyclops werfen stellen, weil die sind ja Fahrzeugabwehr. Mhm. Ist der Hubschrauber schon down? Ja, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat sich bei mir nicht abgemeldet. Ich hab Lust, was zu verstürmen. Brücke aus. Cyclops in Bewegung. Marines! Kümmern wir uns darum, Marines! Lege los. Wo ist eigentlich der zweite Panzer hin? Da. Bereit, den Feind zu vernichten. Ich erledige Brücke auf. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen. Kommen! Geschütz errichtet. Wo brauchen Sie uns? Wie lange müssen wir es eigentlich durchhalten, frage ich mich. Das weißt du nicht. Ich würde sagen, bis die letzte Welle durch ist, ne?
werden wahrscheinlich immer, wenn du eine Welle geschafft hast, die nächste nach und nach nach einer gewissen Zeit spawnen. Das sind Feinde. Dann irgendwann, wenn Welle XY erreicht ist. Gauss-Kanone erforscht. Ich zum Scheiße. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Unsere Basis wird angegriffen. Jetzt kommen sie da von allen drei Seiten. Ja, wir Befestigungslevel 1 erforscht. Wo brauchen Sie mich? Bereit, ein paar Rüstungen zu retten. Bereit, alles abzufackeln. Bestätigt. Verstanden. Marines! Primärziel erreicht. Das ist schon mal die Hauptsache. Ja. Verstärkungslevel. Wir haben sie aufgehalten, Alice. Halt. Nein, da ist noch was. Und es ist sehr groß. Okay, das ist sehr groß. Okay, Cedric, du hattest recht. Jo, du hattest recht. Du hast es gehört, Isabel. Mach dich bereit. Das Ding wird uns reinigen. Hast du es recht gehabt? Ich zeige Ihnen, was Ihre alte Fuchs noch drauf hat. Ein Scarab greift an! Hilfe! Was haben Sie heute für mich? Ich tue mein Bestes. Oh ja, das ist der Scarab. Weiter auf den Scarab feuern! Wenn wir ihn nicht zerstören, sind wir erledigt! Der Scarab hat uns festgenagelt! Der Verbandenträger greift uns weiterhin an. Oh, du hast einen Schädel freigeschaltet. Der Captain empfiehlt, eine kleine Basis zur Bewachung des Portals zu halten. Aber wir werden da unten wohl bald wieder ihre Hilfe brauchen. Isabel Ende. Okay. Abgeschlossen. Oh, ich dachte, als dieser Scorpio, oder wie heißt der, kommt... Scarab. Ein wohlverdienter Sieg. Dass wir da nicht mehr so viel zu lachen haben. Nee, du hattest genug Panzer, das geht dann schon. Ja, wir sind Level aufgestiegen auf Level 4. Ein Bonusziel haben wir nicht erreicht, fuck. Ja, das meiste hast du geschafft. Ein Lotus kapern. Locust. Ach, fuck. Schade. Egal. War aber eine coole Mission, kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Die war echt cool. Ja, schon, willst du das Spiel also auch holen, okay. Das Ding ist, wenn du die Xbox-Version kaufst und dann automatisch die PC-Version kriegst, dann könnten das ja auch einige so machen. Ich kaufe die Xbox-Version, kriege dann die PC-Version und verkaufe die Xbox-Version dann wieder. Oder ich gebe sie weiter. Und das wollen die halt vermeiden. Dementsprechend PC-Version, Code freischalten und man kann es nicht mehr weitergeben. Das ist halt der Clou an der Sache, weswegen nur mit der PC-Version die Xbox-Version dazu gibt. Richtig. Was ich auch auf PC meckert heutzutage ja keiner, wenn man sagt, das kannst du aber gebraucht nicht verkaufen. Genau, ja. Also ich habe auch deswegen die PC-Version bestellt. Ich kann es dann auf die Xbox halt auch runterladen. Ja, Player Anywhere ist schon was Feines. Auf jeden Fall. An sich schon, ja. Ja, Zielzeit 20 Minuten. Ihre Zeit 21,51 so. Gar nicht so schlecht. Ja.
Ach ja. Ja. Es ist 9:30. Und die Missionen werden länger, also. Die Missionen werden länger, genau. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss für heute. Allerdings nicht für das Let's Play. Nee, da können wir ja gerne die Tage nochmal einen Termin ausmachen und dann weitermachen. Ja. Auf jeden Fall. Also morgen werde ich wahrscheinlich weitermachen. Ich weiß ja nicht, wie musst du diese Woche arbeiten, Cedric? Ich habe Frühschicht und morgen bin ich noch krankgeschrieben, weil ich ja immer noch so verrotzt bin wie eine Sau. Und dann gucken wir mal. Jo, okay, dann machen wir das so. Richtig, dann machen wir morgen weiter, das ist ja kein Problem dann. Richtig, genau. Vielleicht demnächst dann auch mal im Koop, das wäre eigentlich ziemlich nice. Du an der Xbox hier und ich am PC. Würde eigentlich funktionieren, ne? Gucken wir mal, wie es mir morgen geht. Ich melde mich dann dementsprechend. Versprechen möchte ich noch nichts. Nein, alles gut. Sonst machen wir so wie bisher. Da können sich die Leute im Let's Play, die nur das Let's Play gucken, ja gerne überraschen lassen. Richtig, genau. Ja, ihr Lieben. Ihr lieben Eckenkinder. So, ihr Lieben soll ich ja nicht mehr sagen. Ihr Eckchen. Ihr Eckchen, genau. Ihr kleinen Eckchen. Falls ihr die ersten Teile noch nicht gesehen habt von Halo, guckt sie auf unserem YouTube-Kanal. Vier Mann, vier Ecken. Sind ziemlich cool. Dazu haben wir auch ein Unboxing über die ersten 15 Blitzkartenpakete. Ja, liken, followen, wie auch immer, würden uns sehr freuen. Wir bedanken uns für heute. Habt euch wohl. Damit ich dabei sein durfte. Ja, und bis morgen, ne?